Hallo, liebe Freunde. Wo bewahren Sie die Lebensmittel? Genau, im Kühlschrank. Er kühlt unser Essen ab und es bleibt länger frisch. Davon träumte die Menschheit lange. Zuerst gebrauchte man kühle Stellen der Natur wie Höhlen, Eis, Schnee, der Fluss oder See in der Nähe oder den Keller. Am schwersten war es aber im Sommer, also man versuchte, die Kälte künstlich zu bekommen. Karl von Linde, der deutsche Forscher und Ingenieur, hat 1871 eine einfache künstliche Kühlungsmethode präsentiert. Seine Kältemaschine machte Wärme zu Kälte auf eine einfache Weise und sie wurde zu einer richtigen Revolution für die Küchen. Heute gibt es in fast jeder Familie einen Kühlschrank. Im berühmten Film Zurück in die Zukunft wollte man für die Zukunftsreisen kein Auto, sondern einen Kühlschrank verwenden. Man lernte diese Idee ab, damit Kinder das nicht versuchen. Ein Mensch öffnet die Tür eines Kühlschranks mindestens 12 Mal am Tag. Mikrobiologen haben festgestellt, dass der Kühlschrank der schmutzigste Ort in der Wohnung ist. Hier gibt es mehr Bakterien als auf dem Schreibtisch, auf dem Boden oder sogar auf dem Toilettensitz. Pelzmäntel in Pelzfabriken werden in speziellen Kühlschränken gelagert. Das hilft, teure Kleidung vor Staub und Motten zu schützen. Eine wichtige Rolle des Kühlschranks besteht aus darin, Medikamente zu lagern, die nur bei kalten Temperaturen effektiv bleiben. In den kältesten Zonen bitte Lebensmittel lagern, die sich schnell verderben. Frisches Fleisch, Fisch und so weiter. Fertiggerichte bitte in Abteile mit höherer Temperatur lagern. Stark riechende Lebensmittel oder die leicht Gerüche aufnehmen, lagern sie getrennt in einem geschlossenen, aber nicht dichten Behälter. So haben sie immer frische, leckere Mahlzeiten. Kühlschrank, quadratisch, praktisch, kühl. Danke für die Erfindung, lieber Herr von Linde.